Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Format, das habe ich schon ganz, ganz, ganz am Anfang gemacht, als ich mit YouTube hier auf diesem YouTube-Kanal gestartet habe, weil ich bin ja eigentlich ein regelmäßiger Bibliotheksgänger. Und da habe ich euch dann immer gezeigt, was ich mir aktuell aus der Bibliothek mitgenommen habe. Und ich dachte, das führe ich jetzt wieder ein, weil ich halt ganz, 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 ganz selten Bücher wirklich shoppe, weil ich halt das meiste, was ich lesen möchte, auch wirklich hier in der Bibliothek bekomme. Die sind richtig gut aufgestellt im Fantasy-Bereich. Also ich muss dann halt immer so ein paar Wochen warten, wenn es die Neuerscheinung gab. Und dann gibt es sie auch bei uns in der Bibliothek. Meistens bestelle ich die dann immer schon vor, damit ich sie wirklich dann gleich bekommen kann, wenn sie reinkommen. Bibliothek, also ich gehe jetzt seit mittlerweile bestimmt 20 Jahren in die Bibliothek, fast monatlich. Und es hat damals angefangen in einer ganz kleinen Bibliothek, in einer alten Bibliothek. Das Gebäude gibt es mittlerweile nicht mal mehr. Und da roch es noch richtig so nach Büchern. Und ich weiß noch, da war das alles noch nicht elektronisch in der Ausleihe. Da gab es noch zu jedem Buch und zu jeder Kassette ein Kärtchen, wo man dann eingetragen hat seinen Namen. Und richtig, richtig toll. Mittlerweile ist die Bibliothek umgezogen, ist wesentlich größer, umfasst 3 Stockwerke und ist natürlich alles digitalisiert. Ich hatte mir jetzt überlegt, ich werde demnächst auch mal Vince mitnehmen in die Kinderbuchabteilung und ihm das Ganze so ein bisschen nahe bringen, wie das läuft mit der Bibliothek, dass er sich dann immer so 2, 3 Bücher mitnehmen kann und wir dann monatlich halt wieder hingehen. Weil man kann die Bücher ja 4 bis 8 Wochen ausleihen. Ist ja nicht so, dass wir einen Haufen Kinderbücher zu Hause hätten und trotzdem immer dieselben lesen, aber ich möchte ihn da so langsam ranführen, weil mir das auch wichtig ist. Ich bin unglaublich gerne in der Bibliothek. Ich liebe das Gefühl, da rauszugehen mit einem Beutel voller toller neuer Bücher und ich musste sie nicht bezahlen. Also so wie umsonst Shopping irgendwie. Und ja, ich liebe das einfach unglaublich sehr und das möchte ich ihm gerne näher bringen. Falls euch ein Video dazu interessiert, dass ich auch die Kamera mitnehme, wenn ich mit Vince da hingehe und so, dann schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare, dann würde ich das auf jeden Fall mal machen. Und eigentlich bin ich diesmal in die Bibliothek gegangen, weil ich einen Reiseführer abgeben musste, den ich für meine Schwiegereltern ausgeliehen hatte und weil meine Oma neue Bücher brauchte. Bei meiner Oma ist es so, meine Oma ist ja nun schon über 70 und sie liest aber noch sehr, sehr gern, aber in der Bibliothek, das überfordert sie einfach. Das sind zu viele Regale, zu viele Bücher, zu viele kleine Schriften und deswegen bringe ich ihr immer die Bücher mit. Was manchmal gar nicht so einfach ist, weil ich muss entscheiden, was ihr gefallen könnte. Und ich muss immer überlegen, hat sie das jetzt schon gelesen? Deswegen sind es meistens Neuerscheinungen, die ich für sie ausleihe. Deswegen ist es für euch vielleicht auch ganz interessant. Und es ist halt so ein ganz anderes Genre, was ich lese. Ich lese ja hauptsächlich Jugendliteratur, Fantasy. Und meine Oma, die liest historische Romane und Biografien, Erfahrungsberichte, Frauenromane, solche Sachen. Und deswegen kommt hier vielleicht ein bisschen Abwechslung rein. Deswegen dachte ich, fange ich wieder an, euch das zu zeigen. Und ich starte auch mit den Büchern für meine Oma. Ich habe 2 Stück mitgenommen aus dem Bereich Erfahrungen. Und zwar haben wir zum einen dieses Buch hier. Das ist aus dem Bastei Lübbe Verlag. Meine neue Freiheit von Zore Esmaeli. Von Kabul über den Laufsteg zu mir selbst. Also erklärt, glaube ich, auch schon ganz schön gut, um was es darum geht. Nämlich um Zore. Da wird halt am Anfang von ihrer Kindheit und Jugend in Afghanistan erzählt und mit 17 wird sie dann beim Shoppen angesprochen, ob sie nicht modeln möchte und ihr Vater findet das natürlich erstmal nicht ganz so doll. Er sagt hier, ein afghanisches Mädchen lässt sich nicht fotografieren und ja, diesmal muss sie erneut fliehen, also sie ist wohl früher schon mal geflohen, flieht sie halt und da wird halt dann ihr Weg als afghanisches Topmodel beschrieben. Und sowas liest meine Oma eigentlich ganz gern. Für mich wäre es halt, wie gesagt, so überhaupt gar nichts. Und dann noch was aus dem Bereich Erfahrungen, auch aus dem Bastei Lübbe Verlag, von Rebecca Seliger. Heute habe ich keine Lust zu sterben. Das Leben, die Liebe, der Krebs und ich. Sagt auch relativ deutlich, um was es geht. Eine Frau und ihren Brustkrebs. Und sie ist gerade 24, als das festgestellt wird. Wenn man überlegt, ich werde jetzt 27, ist das schon ganz schön krass. Das waren sind die beiden Bücher für meine Oma. Bei meiner Oma muss ich auch immer aufpassen, im besten Fall sind es Taschenbücher und nicht zu schwer, weil ihr das dann irgendwann auf die Dauer zu schwer wird, diese schweren Hardcover einfach zu halten. Genau, das waren die Bücher für meine Oma. Dann habe ich durch Zufall was für Vince entdeckt. Also noch nicht jetzt für Vince. Aber es war so eine Gedankenstütze für mich, weil das werde ich mir wirklich, also ich werde mal reinhören, wenn es mir gefällt, besorge ich es mir auch. Und zwar ist es diese CD hier, Klär mich auf, von Katharina
von der Gartner und Anke Kuhl aus dem Oettinger Audio Verlag. Und es geht halt um 101 echte Kinderfragen rund um ein aufregendes Thema, also um die Aufklärung. Und darüber möchte ich auf meinem Hauptkanal, glaube ich, denke ich, ein Video machen, wie man auch schon mit Kleinkindern das Thema Sex und sexuelle Aufklärung ganz langsam peu à peu aufgreifen kann. Und da fand ich die CD wirklich sehr, sehr interessant und ich will mir die jetzt mal anhören, wie das aufgebaut ist, ob mir das gefällt, ob ich mir das vorstellen kann und dann würde ich mir die besorgen. Genau, das kam so zufällig in mein Körbchen da rein. Und dann, also wie gesagt, ich habe eigentlich geplant, nichts mitzunehmen für mich, weil ich ja noch ganz, ganz viele ungelesene Bücher hier rumstehen habe. Aber das sind alles Teile von angefangenen Reihen und da dachte ich, nimmst du halt doch mit. Und zwar das eine ist Origin, Schattenfunke von Jennifer L. Armentrout. Da habe ich auch schon die anderen Teile alle gelesen. Die Bücher sind aus dem Carlsen Verlag. Ich verlinke euch mal die Rezension zu den anderen Teilen unten in der Infobox. Ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Kennt ihr das? Wenn ihr ein Buch zu Ende lest und es ist so ein gemeiner Cliffhanger, wie es in dem Teil davor war und ihr denkt nur so, ich kann nicht so viele Wochen und Monate warten, bis der nächste Teil rauskommt und dann vergesst ihr, dass der nächste Teil rausgekommen ist. So ging es mir mit dem Buch und ich habe es jetzt echt durch Zufall gesehen und dachte, oh, schnell einpacken, jetzt musst du es schnell lesen. Ich bin mega gespannt und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt der letzte Teil ist. Ich dachte beim letzten Mal, es wäre der letzte Teil. Ob das jetzt der letzte Teil ist oder ob da dann noch was kommt. Also die ersten Teile hießen ja Obsidian, Onyx, Opal und jetzt halt Origin ist der vierte Teil, aber ich glaube, es soll 5 Bücher geben. Ihr wisst das immer besser, also schreibt es mir in die Kommentare. Dann eine Reihe, das ist jetzt, glaube ich, schon der 5. Teil, oder? Genau, das ist jetzt schon Band 5 von der Night School-Reihe. Auch da habe ich euch alle vergangenen Teile schon rezensiert und setze ich euch mal unten in die Infobox. Das ist von C.J. Doherty, diese Reihe, und das ist jetzt der Teil Und Gewissheit wirst du haben. Ich hoffe, das ist jetzt hier der 5. und letzte Teil. Ich mag die Reihe sehr, aber so nach 3 Teilen muss die Reihe schon echt gut sein, dass ich dranbleibe. Also zum Beispiel bei, wie ist denn das andere mit dem, mit den Vampiren? Es hieß ja auch so ähnlich, nicht Night School, sondern House of Night. Da habe ich irgendwann aufgegeben. Also es waren mir zu viele Teile und ich fand es nicht mehr spannend genug. Da habe ich irgendwann aufgegeben. Und hier bin ich aber dran geblieben und ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht und ob das jetzt wirklich der letzte Teil ist. Und dann tada! Da freue ich mich so mega doll drauf. Kai Meier, Die Seiten der Welt, Blutbuch. Das ist jetzt der 3. Teil. Auch da kann ich euch die anderen Teile mal unten in der Infobox verlinken und ich bin mega gespannt. Auch da gab es letztens einen gemeinen Cliffhanger. Ich liebe die Bücher von Kai Meier sehr. Und ja, ich freue mich schon drauf. Ich weiß jetzt gar nicht. Ach, das ist jetzt übrigens genau das Finale. Also hier endet dann wirklich die Trilogie auch. Ich weiß noch gar nicht, welches Buch ich jetzt dann zuerst lese. Ich glaube aber, ich lese das zuerst. Aktuell lese ich übrigens gerade aus dem CBJ-Verlag Die Liebe der Göttin von April and Pike. Das ist der 2. Teil. Und es ist mir ungelogen noch nie passiert, dass ich mich, also ich bin schon, Moment, jetzt so seht ihr das besser. Das habe ich alles schon gelesen und ich kann mich immer noch nicht an den ersten Teil erinnern. Ganz, ganz schlimm. Auch dazu kann ich euch gerne mal die Rezension vom ersten Teil in die Infobox packen. Genau, das war so zum Lesen. Und dann durch Zufall habe ich noch 4 andere tolle Bücher gesehen, die ich auch mitnehmen musste. Was jetzt nichts mit Belletristik, Fantasy, irgendwas zu tun hat, sondern das hier ist aus dem Top-Verlag das Buch Wir feiern. Effektvolle Partyideen für die schönsten Feste des Jahres. Ich liebe sowas, ja. Und deswegen musste das mit, um mal ein bisschen zu stöbern, ob ich da nicht das ein oder andere aufgreifen möchte. Außerdem aus dieser Sparte, aus dem EMF Verlag, den ich sehr liebe, das wisst ihr auch, das Buch Heiraten Handmade, von der Planung bis zur Deko, Heiraten selbst gemacht. Auf meinem Hauptkanal, die Leute, die den verfolgen, die wissen, das gibt es auch immer mal wieder Videos zum Thema Hochzeit und da passe das sehr, sehr gut. Vielleicht greife ich da auch die ein oder andere Idee auf. Und dann noch 2 Bücher, die halt aktuell gerade sehr in mein Leben passen. Und zwar das eine ist aus dem DVA Verlag. Das sind 100 Ideen für grüne Wohlfühlorte, attraktive Terrassen und Sitzplätze. Weil ich bin gerade dabei, unsere Terrasse auf Vordermann zu bringen. Das gefällt mir alles nicht so, wie das gerade ist. Und da bin ich über Ideen immer sehr, sehr dankbar. Und dann aus dem BLV Verlag Balkonstarter. Genial einfach pflanzen, ernten und genießen von Sabine Reber. Weil ich habe überhaupt gar keinen grünen Daumen, wirklich gar nicht. Und auf meiner Terrasse ist halt wirklich permanent Sonne und in letzter Zeit hat es auch sehr viel geregnet und alle Pflanzen, die ich bisher hatte, haben das nicht überlebt.
Und deswegen bin ich gespannt, ob mir das Buch hier vielleicht weiterhelfen kann. Genau, das waren die Bücher, die ich mir heute in der Bibliothek geholt habe. Es war wieder so ein schönes Gefühl. Und ich war jetzt echt seit Monaten nicht da. Und deswegen mussten halt auch so viele Bücher mit. Ich verlinke euch alle Bücher unten in der Infobox, genauso wie alle Rezensionen zu vorangegangenen Teilen, die ich schon gemacht habe. Da könnt ihr gerne mal in der Zwischenzeit vorbeischauen, bis dann diese Rezensionen irgendwann mal online kommen werden. Nein, ich werde die wirklich, ich werde jetzt Die Liebe der Göttin zu Ende lesen und dann werde ich die drei Bücher lesen, weil ich mag das auch gerne mit rein abzuschließen, mit rein voranzukommen. Und erst dann werde ich mich den Büchern widmen, die noch ungelesen in meinem Bücherregal stehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, wenn es so war. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.